Willkommen zurück zu Pokémon, die blattgrüne Edition. Hier im Felsentunnel, Felsenturm-Tempel wollte ich gerade sagen, echt. Im Felsentunnel sind wir stehen geblieben. Weißt du, wie man es vermeidet, zwischen Gebirge zu verlaufen? Wanderer knicken Zweige, um ihren Weg zu markieren. Ja, das tun Wanderer. Mein Headset ist echt laut gerade. Es ist echt laut gerade. Oh ja, es war sehr laut. Eine Herausforderung von Picknickerin Claudia und sie setzt Pummeluff ein. Ah ja. Los geht das, Ex-Duke. Oh, wir müssen bei dir echt langsam machen mit dem Leveln. Wupp, 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 wupp. Ich glaube, wir können echt erst Erika machen, bevor wir zum Rocket Hauptquartier. Ich glaube, das sollte funktionieren. So, und da kriegen wir auch unser erstes Wasser-Pokémon, was ich auf jeden Fall haben will. Aeroas! Harz! Klasse, Nujiko! Nujiko rockt gerade alles, ey. So. Wenn ich noch Ruckzuki, Butt tut. Super. Ich will auf jeden Fall durch den Felsenturm. Felsentunnel. Gott. Der Felsenturmtunnel, genau. Durch den Felsentunnel kommen. Wird Fuxi das Pokémon wechseln? Nein, warum? Ich lasse Nojiko mal vorne. Wir machen jetzt einfach nochmal Aeroass. Ist zwar nicht effektiv. Oh nein, tschüss. Oh nein. Hi. Das ist äußerst ärgerlich gerade. Ja. Hi, Nojiko. Ja, das nichts gegen dich, aber nicht gegen Taubsi. Ja. Machen wir nochmal Aeroass. Na, Ruckzucki haut schon rein, aber nicht von Taubsi bei mir. So. Ja, das erhält immerhin mal ein paar Erfahrungspunkte. So. Alles klar, ist hier unten... ist hier unten noch was erstmal. Oh ja. Wenn du so hoch im steinigen Gebirge bist wie hier, steht den Gröll-Lawinen eine Gefahr da. Kannst du dir vorstellen, dass dir Felsen auf den Kopf fallen? Das wäre doch einfach unvorstellbar schrecklich. Du scheinst keine Angst zu haben. Soll mein Pokémon Steinhagel erlernen? Für Keksi vielleicht? Was kann Keksi denn alles? Doppelkick, Biss, Schaufler und Body Slam. Ich hätte schon gerne eine Kampfattacke, aber andererseits eine Gesteinattacke mit... aber auch nur 90er Genauigkeit. Ich lasse es. Nein. Nein. Ja. Okay. Oh, du hast also doch Angst. Ja klar habe ich Angst. Wer hätte nicht Angst, dass ihm Steine auf den Kopf fallen? Aber was haben wir hier? Top-Äther. Nice. Schutz wirkt nicht mehr. Dann setzen wir eben einen neuen ein. Einfach so. Tuck. Oh, hallo. Hahaha, kannst du mich besiegen? Eventuell. Möglich. Eventuell vielleicht. Mal schauen. Kleinstein wird von Wanderer Theodor in den Kampf geschickt. Okay. Hallo, Kleinstein. Entschuldigung. Leicht erkältet. Psi-Strahl. Mein Ex-Duke ist schon krass overlevelt gerade bei mir. Meiner Meinung nach. So, ja, ich würde gerne mal auf Dat wechseln, komm. Keksi müssen wir dann auch noch leveln. So, los Dat. Ach ja, ist das schön. Ich habe den Felsentunnel damals echt gehasst als Kind. Wenn du den zum ersten Mal gespielt hast. Weiß auch nicht. Ich mochte den nie. Georock. Ja. Rasierblatt wäre doch mal eine nice Attacke, oder? Weiß ich aber nicht, wann dat erlernt. Ha. So, und ob überhaupt. Yeah. Level 26. Yeah. So. Ups, das war zu viel des Guten. So. Haben wir hier unten noch was? Ein großer Felsen. Ah, da brauche ich den Zertrümmerer.
Oh, hallo. Du besitzt ein Pokédex? Cool, ich möchte auch einen haben. Dann kauf dir einen. Bei Professor Eich gibt's die, gerade im Sonderangebot. Eigentlich nicht. Flagmon. Und wir haben kein Dingens dabei. Kein Pikachu. Nice. Hier Psystrahl. Psystrahl. Es ist nicht sehr effektiv, aber es haut trotzdem rein. Ja, du senkst jetzt meinen Angriff. Das nützt dir nichts, wenn ich speziell angreife. Nice, dass Exduke Genesung kann. So. Und Flagmon wurde besiegt. Als nächstes wird Flagmon in den Kampf gesetzt. Ja, ich würde gern Dutt einsetzen, komm. Alleine, weil ich Exduke jetzt nicht overleveln will. Aber Dutt ist auch schon recht hoch gelevelt. Hm. Harz. Sehr schön. Ja. Da nützt's was. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall für Dutt eine weitere Attacke. So. Du hast nur Flagmons? Echt jetzt? Wie heißt du? Slowpoke. So. Oh, Rankieb ist alle. Dann müssen wir Säure einsetzen, ne? Sehr nice. Ich bin hier so neidisch. Ja, dann sei mal neidisch. So. Jetzt müsste es aber auch mal langsam rausgehen. Ich habe doch einen Äther. Habe ich auch einen normalen Äther? Ja. Mir hier mal für Exduke, für den Psychstrahl. Und einen Äther für Dutt. Für den Rankenhieb. So. Zack. Müssten jetzt schon langsam... Huch, komm mir im Dunkeln bloß nicht zu nah. Warum hast du Angst, dass ich dich patatsch? Brauchst keine Angst zu haben. Kerstin. Nee, wer Kerstin heißt sowieso nicht. Los, Exduke! Oh, das wird toll. Da sollte sogar Konfusion reichen. Ha. Wusste ich. So. Pipi. Ja, jetzt würde ich gerne mal auf Keksi wechseln. La 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 la. So, Keksi. Mach mal was. Mach mal hier Doppelkick. Sollte sehr effektiv sein. Reicht aber nicht. Reicht aber nicht. Komprimator. Okay. Geflucht wird. Ah, gut, dann nehmen wir Biss. Arz. Sehr schön. Pipi wurde besiegt. Sehr schön, Keksi. Hast du feine gemacht. Hast du feine gemacht. Feine, feine, feine. So, was haben wir hier? Du besitzt Pokémon. Lass uns kämpfen. Alles klar. Machen wir. Picknicker Ariana. Boah, zwei doofe Namen hintereinander. Zwei Namen, mit denen ich was Schlechtes verbinde. Also, jeder, der jetzt Ariana heißt da draußen, es tut mir leid, aber mit dem Namen Ariana verbinde ich leider Gottes was Schlechtes. Ex-Freundin und so. Ja. Bei Kerstin ist das schon wieder was ganz anderes. Ja, los, E-Doppel-L-E. Blocky. Blocky darf auch mal wieder kämpfen. Blocky haben wir schon lange nicht mehr in Aktion gesehen, ne? Vor allem nicht gegen Ratzfratz. Ratzfratz, ne? Ratzfratz. Mach mal Glut. Oh, yes. Wie ich das hasse, wenn die Leute Ratzfratz sagen. Wie heißt denn dann die Weiterentwicklung? Ratzikal? Ratzikal. Ein Volltreffer. Hätte der nicht eben schon mal landen können, wäre er wahrscheinlich tot gewesen. Ratzfratz. Ratfratz, liebe Freunde. So. Mal nochmal Glut. Ratzpatz. Gegen Ratfratz. Na komm. Jawohl, Blocky. Du darfst auch mal wieder. Ran. Knofenser. Als ob ich wechseln würde jetzt. Als ob ich jetzt wechseln würde, ne? Natürlich setze ich Glut ein. Gegen den Pflanzen-Pokémon. So. Ja, und Blocky
kommt langsam Level 25 näher. Lala, lala, lala. So. Hier haben wir noch ein Item. Perle. Das war's zum Verkaufen. Ich bin wegen der Pokémon hierher gekommen. Echt? Hätte ich nicht gedacht. Eine Herausforderung von Picknicker Vicky. Mauzi wird von Picknicker Vicky in den Kampf geschickt. Okay. Vicky. So, hey Vicky, du bist ne Zicki. Wenn ich deinen Namen höre, macht's im Kopf mir Klicki. Okay, jetzt wird's langsam. Myrapla, ja. Blocky, ne? Na, na, na. Na los, Blocky, du schaffst es. Auch wenn du nur noch 45 HP hast und ich gerade nicht aufgepasst habe. So, bitte nicht Larvpuder oder so. Ah, Giftpuder ist auch beschissen. Ach Gott. So. Okay. Blocky erreicht Level 25. Erreicht Blocky vielleicht auch mal eine neue Attacke? Nee. Will ich Blocky auswechseln? Ja, weil es vergiftet ist. Weil er vergiftet ist, besser gesagt. Logico. Warum nicht? So. Was kann Nujiko denn großartig passieren gegen den Taubsi? 10 HP abgezogen bekommen. So, aber guck mal, ich kann auch Ruckzuckieb. So. Sehr, sehr gut. Ach Leute, ich habe meinen Kanalbanner geändert, ne? Wie findet ihr den? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Also ich finde, das ist der schönste Kanalbanner, den ich bisher gebastelt habe. So, einmal Blocky heilen. Und Schutz wirkt nicht mehr. Natürlich direkt instant. Instant ein Zubat. Ja? Einfach instant. Ich versuch's jetzt einfach, komm. Ich versuch's jetzt einfach. Ohne es zu damagen. So. Na, schade. Jetzt der Stauner ein. Oh, ouch. Volltreffer. Und sehr effektiv. Ich versuch's einfach nochmal. So. Nö. Superschall. Gut, dann werde ich jetzt flüchten. So. Beziehungsweise ich werde jetzt noch einen Schutz einsetzen. Weil ich gucken möchte, ob hier noch ein Item rumliegt? Nee, okay. Ach, Gott sei Dank sind wir raus. Oh, und hier sind auch noch Trainer, ne? Oh, Moment, hier ist aber noch was. Nanabeere. 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 So, hier kommen wir nochmal hoch. Das heißt, gegen euch kann ich auf jeden Fall nochmal kämpfen, liebe Freunde. So, aber erstmal will ich zum Pokémon Center. Oh, Pokémon Center. So. Alles klar, Pipi, du hast einen guten Job erledigt. Ich bin am Überlegen, ob ich Pikachu wirklich wieder mitnehmen soll. Oder ob ich mal wieder was anderes nehme. Wisst ihr was? Ich lege jetzt erstmal Pipi ab. So, bewegen. So. Boots absetzen. Jetzt nehme ich Kiro mit. Kiro das Traumato. So, absetzen. So. Hat einen Grund. Warum hast du jetzt zwei Psycho-Pokémon dabei? Traust dich nicht anders gegen Erika zu kämpfen? Doch, doch. Aber, diese Stadt ist als Ruhestätte für Pokémon bekannt. Im Pokémon-Turm werden Andachten gehalten. Alles klar. Ich will aber hier rein. Bist du das? Mr. Fuji ist nicht zu Hause. Wohin mag er gegangen sein? Sie sind so putzig. Pokémon sind wunderbare Schmusetiere.
Das hier ist Mr. Fujis Haus. Er ist sehr fürsorglich. Er kümmert sich um ausgesetzte und verwaiste Pokémon. Aha. Nido! So. Goodie. Du warst es. Hallo, ich bin der offizielle Namenbewerter. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Ja. Für Kiro bitte. So, der Spitzname ist Kiro, oder? Ein schöner Name. Gefällt dir die noch immer oder möchtest du ihn ändern? Was möchtest du? Ja. Was möchtest du? Ja. Sehr schön. Wie soll der neue Kosename lauten? René. So. Das ist ein schöner Name, ne? So. Jetzt gehen wir wieder zum Pokémon Center. Reden erstmal mit ihm. Geister spuken im Pokémon-Turm. Ich glaube, das sind die Geister jener Pokémon, die das Team Rocket auf dem Gewissen hat. Oh. Böse, böse, böse. Muss ich wieder tausendmal das Overlay ändern, ne? So. Pokémon bewegen. Team Pokémon. Und Traumato bewegen. Ablegen. Weißt du was? Es tut mir leid, Cuba, du hast sehr gute Dienste uns erwiesen, aber ich möchte jetzt erstmal wieder ein bisschen Platz machen für ein anderes Pokémon. Somit ist das jetzt natürlich wieder eins nach vorne gerückt im Ranking. Was aber nichts zu bedeuten hat, muss ich an der Stelle sagen. So. Warum ich jetzt nichts mitgenommen habe, ich guck, was ich jetzt fangen kann. Ich hasse dieses furchtbare Team Rocket. Die arme Mutter des Dragosso. Sie konnte dem Team Rocket nicht entkommen. Oh, die arme Mutter des Dragosso. Okay. Hallo, ich bin der Offizier. Ich glaube, hier waren wir schon. Okay. Hier unten gehen wir noch nicht weiter. Nee, 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 nee. Bevor ich jetzt da oben mich um die Gegner kümmere, möchte ich erstmal Nujiko nach vorne setzen. So. Und möchte. Ach komm. Eigentlich wollte ich jetzt gerade noch nicht kämpfen. Ach, ich muss zum Markt. Ich brauche Superbälle. Oh, das ist Part 1 von 5, die ich aufnehmen muss. Ich muss mitzählen, Leute. Weil ich muss jetzt echt viel vorproduzieren, gerade für diese Woche. Weil ich nicht weiß, wie ich diese Woche arbeitstechnisch nach Hause komme abends. Und ich möchte das auch alles heute noch schneiden und über Nacht durchrendern. Damit wir die Woche wieder ganz viele Pokémon-Parts haben. So, als nächstes wird Pipi von Gerda eingesetzt. Ja, komm. Dann setz dein scheiß Pipi ein. So, Boots. Komm, Primator. Der Fluchtwert steigt. Sinkt. Natürlich sinkt der, genau. So. Ne, wir kümmern uns gleich um die ganzen Trainer hier. Um alle. Um die hier, um die oben über Lavandia. Aber erst will ich gucken, was ich mir für ein neues Pokémon fangen kann. Wenn ich so gemein zu Pipi. So. Du kannst den Zerschneider hier einsetzen. Ja, klar will ich den einsetzen. Was denn sonst? Halt, ich brauche Superbälle. Taubsi, haben wir schon. Haben wir schon, haben wir schon, haben wir schon. Ja komm, flüchten wir mal. Egal, ich gucke jetzt erstmal, was es hier alles gibt. Sandan haben wir schon. Oh, Flucht. Sandan haben wir schon. So. Sandan haben wir schon, habe ich gesagt eben. Los, Nujiko. Los, Nujiko. Nein, ist Flucht. So. Und Taubsi. Ja gut. Haben wir hier auch noch was anderes als Sandan und Taubsi? Oh, Moment, da ist ein Item. Yonagobeere. Yonagobeere. Und schon wieder ein Sandan. Ich will doch keinen Sandan haben. Ich habe doch schon einen Sandan. Namens Danzibar. Ja, hier vielleicht noch was. Und Taubsi. Na gut, dann
werden wir hier die Suche abbrechen. So. Gehen erstmal zurück. Kaufen uns ein paar Superbälle. Ne? So. Hier. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Ja, kaufen. Ich hätte gerne ein paar Superbälle. Nehmen wir am besten mal 10 Stück mit. Wir haben ja genug Geld. So, wie viele Supertränke haben wir noch? 15. Komm, dann nehme ich auch noch 5 mit. So. Huch. Ja doch, ich wollte noch weiter kaufen. Wie viele Paraheiler habe ich noch? 4. Dann nehme ich noch... 4 Stück mit, komm. So. Und Gegengift hätte ich gerne noch ein paar. So. Na, Fluchtseil haben wir 2. Superschutz können wir uns jetzt holen. Machen wir jetzt einfach mal. Einfach, weil ich es kann. Und dann verkaufen wir noch etwas. Und zwar den Beleber. Weil wir den eh nicht benötigen, weil wir den eh nicht einsetzen. Die Perle. Jupp. Und das war's. So. Ja, tschüssi. Alles klar, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder genau hier, wenn es heißt Pokémon die Blattgrüne Edition Nuzlocke. Bis dahin und ciao.